herzlich willkommen zu dem Review heute von dieser Uhr, die ich euch präsentieren möchte. Und das Besondere an dieser Uhr ist, dass es eine selbstgebaute Uhr ist. Es ist eine Eigenkreation. Ja, und dann komme ich direkt zu den Daten. Sie hat einen Durchmesser von 42 mm, ist in einem Stahlgehäuse, was PVD beschichtet ist, und zwar hier in Rot-Gold. Und diese Beschichtung ist zum Teil poliert, hat einen schönen glossy Look und zum Teil mattiert, und damit wirkt es insgesamt ein bisschen hochwertiger. Generell ist das Gehäuse sehr hochwertig gefertigt. Es ist ausgestattet mit einem Saphirglas vorne als Sichtglas und auch noch ein Sichtboden. Neben Sichtboden sind Deckel Gravuren drin, da steht dann drin, dass es wasserresistent ist, dass es ein Saphirglas ist, dass es ein Stahlgehäuse ist. Ja, und ich habe die Uhr jetzt circa drei Wochen am Arm gehabt und kann sagen, zu dieser Wasserbeständigkeit, die Uhr ist wasserresistent. Ich würde jetzt mal behaupten, so in etwa bis 10 Bar. Ich habe die Uhr beim Duschen, beim Baden, im Alltag so getragen, Hände waschen, alles überhaupt kein Problem. Es gab gar keine Sachen, wo ich irgendwie jetzt da mit Feuchtigkeit Probleme gehabt hätte. Ich würde aufgrund dessen, dass es jetzt keine verschraubte Krone ist, nicht unbedingt groß baden oder tauchen oder so gehen mit der Uhr, aber im Alltag völlig tauglich und da gibt es gar nichts zu bemängeln. Ja, dann komme ich direkt zu dem Herzstück. Zu dem wichtigsten an der Uhr ist natürlich das Werk. Hier ist ein ETA-Werk drin, ein 2824-2. Das ist ein absolut solides Uhrwerk, ein mechanisches Automatikwerk. Das hat 25 Lagersteine, ist offiziell angegeben mit, ich glaube, ca. 40 Stunden Gangreserve. Ich habe die Uhr voll aufgezogen liegen lassen und bin auf 50 Stunden gekommen. Das mache ich eigentlich mit all meinen mechanischen Uhren, dass ich da mal immer mal nachmesse, wie viel Gangreserve hat die tatsächlich. Und es ist mir noch nie passiert, dass eine Uhr weniger oder auch nur das an Gangreserve hatte, was da angegeben worden ist. Sie haben eigentlich immer mehr. Das ist wie so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Eine Besonderheit an dem Werk ist einmal, dass es vergoldet ist. Sieht schön aus, passt gerade, weil das ja auch eine goldene Uhr ist. Was mir negativ aufgefallen ist, oder beziehungsweise ist eine Sache, darauf habe ich ehrlich gesagt nicht geachtet, weil ich es gar nicht wusste. Und zwar hat das Werk keine Stoppsekunde. Das ist für mich völlig neu gewesen, muss ich zugeben. Ich habe die Werke gekauft und bin eigentlich davon ausgegangen, dass eine Stoppsekunde drin ist, als ich die Uhr zusammengebaut habe. Erst da ist mir beim Stellen aufgefallen, halt mal an, die Sekunde bleibt gar nicht stehen. Das ist eine Sache, die ist jetzt nicht ganz so schön. Ich habe festgestellt, dass es also optional bei den ETA-Werken, das ist gar nicht Serie. Das ist also wie beim Auto, kann man dazu bestellen. Das ist aber eine Sache, die werde ich nachrüsten. Das ist nur ein kleines Bauteil. Das habe ich auch schon hier rumliegen, habe ich schon bestellt. Das wird werde ich in einem meiner kommenden Videos euch mal zeigen, wie man also so ein Werk auf Stoppsekunde umbaut. Kurze Erläuterung, Stoppsekunde heißt, dass wenn ich die Krone ganz rausziehe, um die Uhr zu stellen, bleibt halt der Sekundenzeiger stehen, damit ich Sekunden genau stellen kann. Und ehrlich gesagt macht es auch keinen Sinn, wenn die Uhr, wenn ich die Sekunde habe, aber nicht Sekunden genau stellen kann, ist ja irgendwie dann auch Quatsch. Und wenn ich die schon stelle, dann will ich die auch genau stellen. Datum ist bei 6 Uhr, das ist hier ein bisschen was Besonderes. Normalerweise steht es ja mal so bei 2, 3 Uhr besonders oder auch bei 4 Uhr. Hier bei 6 Uhr, das heißt, ich habe die Datumscheibe umbauen müssen und so weiter. Das könnt ihr euch alles anschauen in dem Tutorial. Da lege ich euch da oben mal die Infokarte rein. Das Armband habe ich mich für einen Kautschuk. Ich wollte ein Kautschuk-Armband haben. Es ist ein 22er Bandanstoß und bin da fündig geworden bei Festina. Festina hat da im Angebot ein Kautschuk-Armband, was mir persönlich super gefallen hat, schon alleine, weil die Dornschließer auch aus Stahl mit PVD beschichtet ist in Rotgold. Da ist auch die Prägung vom Festina drin. Gut, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber finde ich jetzt auch nicht weiter schlimm. In jedem Fall ist dieses Kautschukband extrem weich, sehr, sehr angenehm zu tragen. Und ja, es hat viele Löcher. Es ist dadurch wie so eine Art atmungsaktiv. Eigentlich sehr sommergeeignet, da man ja im Sommer ein bisschen mehr schwitzt. Durch die vielen Löcher kann die Wärme ein bisschen abtransportiert werden. Und durch dieses weiche Kautschuk entsteht auch ein kleiner Nachteil. Und zwar ist es aufgrund dessen so ein bisschen wie klebrig.
es ist nicht wirklich klebrig, aber es zieht den Staub an. Und zu sagen ist ansonsten noch, wir haben natürlich, ihr seht es, ein schwarzes Zifferblatt. Es sind aufgelegte rot-goldene Indizes, die sind rot-goldene Zeiger mit Superluminova beschichtet. Ich habe hier als kleines Gimmick und als kleinen Hinschucker sozusagen einen knallroten Sekundenzeiger gewählt. Dadurch entsteht ein kleiner Kontrast, der mir gut gefällt. Dadurch sticht die Uhr auch ein bisschen ins Auge, wenn man sie am Arm trägt, und wirkt nicht ganz so lahm. Da bin ich soweit an auch schon beim Fazit. Fazit zu der Uhr kann ich sagen, insgesamt eine tolle Uhr, sehr empfehlenswert. Baut sie nach, ihr werdet es nicht bereuen. Zwei negative Sachen sind mir aufgefallen. Das ist zum einen das Armband, das habe ich bereits besprochen. Das ist halt so ein bisschen fusselt. Das ist aber auch wirklich das Einzige, ansonsten ist das Armband sehr schön. Und was mir auch ein bisschen so ein Dorn im Auge ist, ich habe da ein 42 mm Gehäuse und jetzt ist da eine sehr breite Lünette dran, die auch dann so ein bisschen so nach innen abgeschrägt ist. Und dadurch ist natürlich dieses sichtbare Zifferblatt kleiner als das eigentliche Gehäuse und das macht die Uhr insgesamt kleiner. Und das ist eine Sache, die gefällt mir nicht so gut. Ansonsten, ja, ist die Uhr wunderbar verarbeitet. Die Qualität ist tipptopp. Da gibt es nichts zu meckern, keine Bearbeitungsspuren oder irgendwas dran. Also Fazit, sehr toll. Ja, und damit bin ich dann auch schon am Ende dieses Reviews angelangt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst und ein Like und aktiviert diese Glocke, damit ihr auch benachrichtigt werdet, wenn das nächste Video oder die nächsten Videos auf dem Kanal hochgeladen werden. Und dann freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Somit sage ich ciao. Ich bin Sascha, der DIY-Uhrenbauer, und wünsche euch noch viel Spaß.